Okay, Leute, bevor ich die Folge starte, muss ich zwei Dinge loswerden. Zum einen wird mir immer wieder die Frage gestellt, Ali, wo bekommst du die Paper Mario 2 ISO her? Wir Let's Player sind nicht berechtigt dazu, euch den Link zu geben. Und wir wollen das auch nicht. Wir wollen, dass ihr Google selber anschmeißt und selber sucht. Tut mir leid, ist nicht böse gemeint, aber versteht das. Und zum anderen wird mir immer wieder gesagt, Ali, es wäre viel besser, wenn du dies und das gemacht hättest oder wenn du dort lang gegangen wärst oder bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Aber ihr müsst berücksichtigen, dass Paper Mario 2 und Half-Life 2 Blind LPs sind. Das heißt, Half-Life 2 habe ich damals vor 5-4 Jahren mit einem Kollegen durchgespielt und das mit Cheats. Und Paper Mario 2 habe ich als Let's Play gesehen und auch nicht jede Folge, wenn ich ehrlich bin. Aus diesem Grund sind das Blind LPs. Okay, man könnte mir vorwerfen, dass ich das nicht erwähnt habe im Titel. Aber jetzt wisst ihr das, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von euch diese Folge hier sehen werden. Und in einem Blind LP geht es darum, Dinge selber rauszufinden. Ich finde es gut, dass ihr mir Tipps gebt, aber ihr solltet es nicht übertreiben. Vor allem, wenn das schon 5-mal in den Kommentaren gesagt wurde. Also Leute, genießt die Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich, meine Blende. Ich weiß, einige Witzbolde, wenn jetzt aus Provokation Dinge schreiben, von wegen, Ali, wo gibt's die Paper Mario 2 ISO? Aber witzig seid ihr damit nicht. Das tut mir wirklich leid. Und wir befinden uns im Baum. Und im Baum befinden sich Münzen. Okay. Oh, das erinnert mich wieder an Twilight Princess. Diese Statuen. Komisch, sonst sind alle hier. Hallo, Bubua, hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Es scheint niemand hier zu sein. Oh mein Gott, es sind Exnords. Hilfe? Wo seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Hey, warte mal. Der da. Ist das nicht dieser Mario? Fast jeder weiß, wer ich bin. Wirklich? Na dann, knüpfen wir ihn uns vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Cruzellus sofort zu melden, dass wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn hier fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Also los, auf ihn! Und los! Alles klar, hier erwartet uns wieder ein kleiner Minibosskampf. So, wir können sie analysieren. Was ich aber nicht machen werde, ich werde euch zeigen, was Arona so drauf hat. Denn sie kann blasen, wollte ich sagen. Hurricane, ein kräftiger, der Gegner auch fortwehen kann. Dann müssen wir nicht kämpfen, aber wir setzen Body Slam ein. Verheerender Sprung, der den Gegner mit voller Wucht trifft. Ziele mit dem Cursor auf den Kreis. Oh mein Gott, zielen. Body Slam! Und das zieht ihm 2 ab. Ey, was zur Hölle war das? Elektrisch geladen? Okay. Okay, wir benutzen den Multisprung. So, awesome. Und was machen die? Oh mein Gott, sie trinken Gift, tu das nicht! Oh mein Gott. Doping! Bam! You fail! Oh, das sieht aber süß aus. Das sieht aus wie so ein Kirby-Icon. Okay, haben wir vielleicht Verwirrpulver. Verwirrt Marios Gegner. Ihre Angriffe gehen eher daneben. Ja, warum nicht? Wir testen alles aus, denn wir wollen alles sehen. So, und du benutzt den normalen Sprung. Cool! Der eine ist tot und der andere ist verwirrt. Ja, warum nicht? So, dann benutzt du mal. Den Hurricane zeige ich euch ein anderes Mal. Body Slam! Oh, der Arme. Wird von ihren Boobs erdrückt. Okay. Wir müssen nämlich ihre Boobies... Ne, die Bubus müssen wir retten. Ups, sorry. Fast verwechselt. 8 Sternenpunkte. Oh, es gibt bald wieder ein Level Up. Eine skandalöse Niederlage. Aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollen wir Oberst Cruzellus Bericht erstatten. Feiglinge. Hey, sie haben die Tür wieder zugemacht. Wie du die fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr da. Hä? Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Unser Freund führt Selbstgespräche. Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Meinst du mich? Oh, das ist aber süß von dir. Oh, ist der riesig. Was? Dieser bärtige... Och nein, sie sind alle unsichtbar. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Ich hätte eher Angst vor unserer busigen Freundin da. Oh, du? Sind da noch mehr von uns? Ja. Sie alle sind unsichtbar, leider. Habt doch keine Angst, Mario ist unser Freund.
Er wird alle Gegner fertig machen, genauso wie die beiden eben. Okay. Also, darf ich dir vorstellen, Mario? Halt! Oh mein Gott, der Einzige, der jetzt sichtbar ist. Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Bubulas? Mario gehört doch... Oh Gott. Aus dieser ganzen Folge kann man echt gute Boobs-Jokes machen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen können diese Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst ja auf den großen Anführer. Du hast keine Ahnung, was dir passiert ist, seitdem du weg warst. Wie? Was? Was redest du da? Alter! Und die anderen kann man immer noch nicht sehen. Und wieso seid ihr hier eigentlich so wenige? Zwei. Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden von denen. Sie haben Abuma und deine Schwester. Was, Budia? Das kann nicht wahr sein. Oh, doch. Die haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelchen Willen sagen wollten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. So ein Übel haben sich auch noch diese Picatus mit denen verbündet. Die denken, so könnten sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende, ich sag's doch, Baumghetto. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen können diese Picatus oder wen auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Yeah, Bloodskin Crips. Du scheinst sehr bezeichnend neben zu sein, was du redest. Wir sollten diese Bärchen nicht nochmal zeigen, was sie kann. Ja, ist gut. Ja, ich werde euch helfen. Ich bin der Retter der Welt, zusammen mit meiner busigen Freundin. So, und die anderen kann man nicht sehen. Ich hab das hier schon mal aufgenommen. Als Test quasi. Und dort konnte man die Bubus, also die konnte man nicht wirklich sehen, aber sie wurden als Grafikfehler angezeigt. Genau, und es sah so aus, als wären hier ganz viele Missing No's. Ja, ich meine das Pokémon. Nummer 0. Missing No. Okay. Wie komme ich da rein? Blast die Tür. Okay, ich sag besser nichts mehr. So. Nochmal kurz duschen. Psst. Komm, dusch mit mir. Oh Gott. Ich glaube, dieser Partmitglied tut uns nicht gut. Dieses Partmitglied, sorry. So, Okay, das bringt uns irgendwie gar nichts. Hier vielleicht irgendwo noch ein Sternsplitter versteckt? Maybe? Hey. Dann nicht. Wieso passiert auf einmal nichts mehr? Hey! Gerade eben hat das noch geleuchtet. Das verwirrt mich irgendwie. Okay, wir suchen weiter. Was? Oh mein Gott, sie ist grün. Nicht. Ja, ich werde alle Büsche durchsuchen. Warum befindet sich Büsche in einem... Oh mein Gott, Items. Büsche in einem Baum. Kraftwunsch. Ihr schreibt sicher in den Kommentaren, wenn jemand... Wollbaum. Jetzt wurde ich angegriffen. Oh mein Gott, was soll ist das denn? Pussimat. Gut. Dann würde ich sagen, wir wechseln das Partymitglied, denn es wird Zeit für eine Analyse. Austauschen. Gumbrina. So, oh, geht nicht. Okay. Dann benutzt du mal den Multisprung. Drücke A vor der Landung. Sehr schön. Okay. Bam! Haha, abgewehrt. Und ich weiß nicht, wie er angreift. Okay, das kann man nicht kontern. Hey, was ist das denn für ein Winzling? Scanner, würde ich sagen. Der Kerl macht mir doch irgendwie Angst. Komischer Vogel. Okay, was zur Hölle ist das? Das ist ein Krusimat. Diese Dinger werden von den Krusionen hergestellt. Maximal KP 3, Angstkraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie Mini-Krusimaten in der Nähe finden, werden sie unangreifbar. Oh mein Gott, das heißt, wir müssen erst den Kleinen besiegen. What the fuck, man? What the fuck? Weißt du was? Ich benutze ganz dreist den Maxibeam, weil ich das cool finde. Einfach nur weil Baum. Das ist die Erklärung für das Gesamtkapitel. Denn wir befinden uns in einem Baum. Ich versuche ihn jetzt ganz groß zu kriegen.
Nein, verdammt! Egal, es ist trotzdem groß genug. Bam, 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 bam! Sehr schön! Jetzt fehlt nur noch er! Oder sie? Ich weiß es nicht. Ach nein, wollt ihr mich ver... Ich habe keine Zeit mehr, verdammt nochmal! Dammit! So. Pilz! Nichts. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich schneide hier. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Tschüss! Gibt's vorher noch Level Up? Ach, 96, verdammt. Egal. Bis dann.